Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Bei Freibier und Gulaschsuppe wurde am Freitag der Hiller Frühjahrsmarkt eröffnet. Die Ansprachen sind vorbei. Die Gulaschsuppe hat, glaube ich, den meisten schon gut geschmeckt oder wird noch gut schmecken. Der Fassanstich ist erfolgt und wir werden gleich natürlich uns angucken, was die Gewerbetreibenden in Hille für uns zu bieten haben in dem Gewerbezelt. Ich freue mich schon auf den Rundgang. Der Hiller Markt hat natürlich nicht nur Gewerbezelt zu bieten, also eine Ausstellung der heimischen Handwerker und der Betriebe. Der hat natürlich auch kulinarische Genüsse zu gebieten. Im Außengelände ist eigentlich für jeden was dabei. Und er hat vor allen Dingen heute Abend zu bieten Tanz in, Bay mit der, in den Mai mit der Kultband den Dominos. Und mit Uli vom Gulli natürlich, nicht zu vergessen. Was die Firmen und Betriebe der Gemeinde Hille zu bieten haben, zeigen sie auf insgesamt 2200 Quadratmetern im Gewerbezelt. Mit dabei ist auch die Gemeinde Hille, die ihr neues Marketingkonzept präsentiert. Wir befinden uns jetzt im Gewerbezelt am Stand der Gemeinde Hille und wir präsentieren erstmalig nach einjährigen Geburtstag unseres Hillerichs auch unsere Fanartikel bzw. sogenannte Giveaways. Wer die Gewerbeschau auf dem Hillermarkt besuchen möchte, hat dazu am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr die Gelegenheit.